mal. Steine. Noch mehr Steine. Oh, die sind aber viel länger als die anderen. Das sind rund. Ich mach das hier mal auf. Cool. Das sind einzelne. Da sind Risse drin in den Steinen. Guck mal hier, der sieht anders aus als alle anderen. Hier sind ganz kleine Risse drin überall. Ja, sonst ist das alles hier so glatt. Sind die gröselig? Warum wohl? Komisch. Wollen wir weiter gucken? Ja. Wirklich? Ja. Die sehen anders aus als alle anderen Steine. Guck mal. Guck, die sind rot. Igitt. Das ist wie Blut. Guck mal. Sieht schlimm aus. Komm, das ist mir nichts. Lass uns abbauen. Ja, glaube ich auch. Wunderlich, was die Kinder gefunden haben. Hercule Poirot muss ran. Sieht für mich aus wie ein Verbrechen an Steinen. Als Detektiv würde ich folgende Ermittlungshypothese aufstellen. Viele Steine sind ermordet worden. Ich frage, wie wurden sie ermordet? Wo wurden sie ermordet? Und wer ist der Mörder? Sieht für mich aus wie das Puzzeln im Orient Express. Tu sais? Aber es geht hier um Steine wie diese und keine Menschen. In diesem Fall brauche ich Expertenrat. Den findet er in einem Forschungsinstitut für Geowissenschaften. Dort hinten in der Halle wurden Steine gefunden. Ich vermute, sie wurden ermordet. Der Schlüssel zur Antwort deiner Frage liegt in Chile. Dieser Steinbruch liegt in Südamerika, im Küstengebirge von Chile. Ganz oben sehen wir die dünne Bodenschicht, die Haut der Erde. Das darunter sieht wie Granitgestein aus, aber es ist ganz weich und zerbrechlich. Der Granit ist bis in 20 Meter Tiefe verwittert. Was ist hier passiert? Ein deutsch-chilenisches Forschungsprojekt geht dieser Frage nach. Das Projekt Deep Earth Shape, die tiefe Formung der Erdoberfläche. Deep Earth Shape ist entstanden, weil wir erkannt haben, dass die Veränderung der Erdoberfläche, und zwar die Umsetzung von Gestein in Boden, viel, viel tiefer stattfindet, als wir eigentlich erwartet haben. Deswegen bohren wir jetzt bis 100 Meter Tiefe, um die Grenze zwischen unverwittertem Gestein und verwittertem Gestein und Boden in der Tiefe zu finden. In Chile wird an vier Standorten gebohrt. Sie unterscheiden sich durch die Menge an Regen, die fällt. Ganz unterschiedlich ist deshalb auch der Pflanzenbewuchs. Von Pan de Azúcar im Norden, in der trockensten Wüste der Erde, der Atacama-Wüste, in diesem ariden Klima wachsen so gut wie keine Pflanzen, über Santa Gracia, in semi-aridem Klima mit seiner geringen Vegetation, nur mit Kakteen und Sträuchern bewachsen, und La Campana, das Gebiet hat ein mediterranes Klima mit beträchtlichem Niederschlag und einer dichten Vegetation von Bäumen und Sträuchern. Bis Nahuel Buta im Süden. Das ist ein Regenwald mit viel Niederschlag. Es wachsen Araucarien, Bäume, die bereits aus der Jurazeit stammen. Wir wollen an all diesen Standorten herausfinden, wie Steine verwittern und dann in Boden umgewandelt werden. Dazu müssen wir bis zu 100 Meter tief bohren. Wir vermuten, dass das Leben oben an der Oberfläche dabei eine Rolle spielt.
Gibt es viele Pflanzen an der Oberfläche, gibt es auch viele Mikroben und Reagenzien im Boden. Bis in welche Tiefe gelangen diese? Um herauszufinden, welche Rolle Klima und Leben für den Untergrund spielen, bohren wir in Chile eben an 4 Standorten mit den unterschiedlichsten Klima- und Lebensbedingungen. Ich bin die chilenische Repräsentantin des deutschen Teams, das gekommen ist, um zu untersuchen, wer für den Mord an den Steinen verantwortlich ist. Dafür müssen Bohrungen durchgeführt werden, um herauszufinden, was unter der Erde passiert ist. Gestein aus großer Tiefe zu erbohren ist schwierig und erfordert schwere Ausrüstung. Mithilfe dieses Bohrturms können Gesteinsproben in Metallrohren ans Tageslicht befördert werden. Dieses Bohrgestänge wird nacheinander verschraubt, um in die gewünschte Tiefe zu gelangen. Am untersten Rohr wird der Bohrkopf aufgesetzt. Und weil das Gestein sehr hart ist, ist der Bohrkopf mit feinen Diamanten besetzt. Wenn sich der Bohrkopf in die Tiefe hinabfrisst, wird er sehr heiß. Um ihn zu kühlen, wird Wasser in das Bohrloch durch die Rohre hinabgepresst. Viel Wasser. Je nach Gesteinsbeschaffenheit frisst sich der Bohrer 1 bis 2 Meter pro Stunde in die Tiefe. In den Gesteinskernen aus der Tiefe wollen wir untersuchen, ob sie Mikroben, Bakterien zum Beispiel, enthalten. Dazu dürfen die Steine nicht durch Mikroben aus dem Bohrwasser verunreinigt sein. Deshalb müssen wir immer wieder Proben vom Bohrwasser entnehmen, um mögliche Verunreinigungen zu finden und auszuschließen. Richtig spannend wird es, wenn die Bohrarbeiter einen neuen Bohrkern gezogen haben. Eine 1,5 Meter lange Gesteinsstange, die im Bohrgestänge aus der Tiefe auftaucht. Dieser Bohrkern wird aus dem Stahlgestänge mit Wasserdruck freigegeben. Jetzt erschließt sich der Untergrund für die Geologen wie eine Fortsetzungsgeschichte in einem Buch. Jeder Bohrkern ein neues Kapitel. Jedes Mal Überraschungen. Nie weiß man, was im nächsten Kapitel passiert. Dann tragen die Forscher den Kern zur Feldstation. Sie befindet sich in diesem Container. Sofort beginnt die Arbeit an den Gesteinskernen. Die Kerne werden ausgepackt und markiert, damit oben und unten nie verwechselt werden können. Der rote Strich auf der rechten Seite zeigt an, dass hier oben ist und hier unten. Das kann man nicht verwechseln, wie zum Beispiel mit Pfeilen. Proben für das Labor werden unter sterilen Bedingungen entnommen. Es wird gesägt und rausgehämmert. Für die fotografische Dokumentation wird eine Fotostation aufgebaut. Diese kann man nicht kaufen, unser Team baut sie selbst. Die Bohrkerne werden fotografiert. Und zeichnerisch dokumentiert. Und dann archiviert. Das erfordert viel Organisation. Aber kommen wir zurück zur Mordhypothese. Wie hat der Mord nun eigentlich stattgefunden, der die Gesteine verwittert hat? Viele Gesteinskerne sind zerbrochen. Ein erster Verdacht fällt also auf Brüche. Wieso brechen Steine? Verwitterung braucht Brüche im Gestein.
Wenn zwei tektonische Platten zusammenstoßen, wie hier die Nazca-Platte des Pazifischen Ozeans und der südamerikanische Kontinent, entsteht ein Gebirge. In einem 40 Kilometer tiefen Querschnitt durch dieses Gebirge sehen wir, dass durch die Verschiebung der Platten Brüche entstehen. Und zwar in verschiedene Richtungen. Ein 100 Meter großer Ausschnitt dieser Bruchzone zeigt, dass sie in Wirklichkeit aus vielen Brüchen besteht. Jedes Mal, wenn die Platten gegeneinander rutschen, gibt es ein Erdbeben und neue Brüche entstehen. Ein 10 mm großes Stück des Gesteins offenbart unter dem Mikroskop ganz viele kleine Frakturen. Sie zerbrechen sogar einzelne Kristalle. Auch diese Mikrobrüche entstehen durch die Bewegungen der Gesteine gegeneinander oder auch, wenn an der Erdoberfläche durch Erosion das Gestein entlastet wird. Der zweite Verdacht ist Wasser. Liegen die Bohrkerne einmal oben an der freien Luft, finden die Wissenschaftlerinnen das Wasser natürlich nicht mehr. Selbst in der Tiefe fließt es nicht ständig. Das Verbrechen an den Gesteinen wird durch die Verwitterung hervorgerufen. Die Verwitterungsprozesse an der Erdoberfläche untersuche ich und auch die Prozesse, die in größerer Tiefe passieren. Ich schaue mir vor allem die Tiefen, die hydrothermalen Prozesse an. Wir benutzen sogenannte reaktive Transportmodelle. Das sind Computerprogramme, mit denen wir simulieren, was passiert, wenn ein Fluid durch poröses Material fließt. In diesem Fall kann das Fluid aus dem Regen stammen oder auch hydrothermal sein. Und das poröse Material ist das Gestein. Verwitterung eines Gesteins benötigt Wasser. Hier sehen wir ein durch tektonische Bewegungen zerklüftetes Gesteinspaket. Wird dieses Gestein durch Erosion von oben abgetragen, gerät es nah an die Erdoberfläche. Dort ist es Niederschlag ausgesetzt. Wasser dringt in den Boden und die Schicht darunter ein. Durch die tektonischen Brüche kann das Wasser jetzt in große Tiefen vordringen. Dies ist ein schneller Transportprozess. Das Wasser kann das Gestein jedoch nur an den Oberflächen der Brüche angreifen. Wie kommt das Wasser in das Innere des Gesteins? Ein mikroskopisches Bild des Gesteins in 10x10 mm Größe zeigt dies. Das Wasser dringt entlang der feinsten Frakturen, die dort vorkommen, in das Innere ein. Dies ist ein langsamer Transportprozess. Der dritte Verdacht sind Reagenzien. Säuren organischer Kohlenstoff, die sich im Wasser befinden. Man sieht, dass in diesem verwitterteren Bereich hier leicht rötliche Minerale sind. Das ist so ein Hinweis darauf, dass wir Eisenoxidation auf der Oberfläche dieser Fractures haben. Diese Veränderung benötigt Reagenzien. Wo kommen sie her? Pflanzen und auch Mikroorganismen, die produzieren CO2. Und das ist ein ganz wichtiger Agent hier in der Verwitterung. Ja, und wir haben die Hypothese, dass das eben ganz jünger Kohlenstoff ist, der ganz frisch in das Ökosystem eingebracht wird und dass der eigentlich die Kreisläufe dort im Wesentlichen antreibt. Um Gestein zu verwittern, braucht es Reagenzien, vor allem solche, die Kohlenstoff, hier in Gelb dargestellt, enthalten. So kommen in Regenwasser geringe Mengen CO2 als Kohlensäure vor. In viel größeren Mengen wird CO2 von Wurzeln der Pflanzen und von Mikroben ausgestoßen. So sammeln sich CO2, Kohlensäure und organischer Kohlenstoff in der obersten Bodenschicht an. Durch die großen Brüche dringen sie im Wasser in die Tiefe vor. Ein 10 mm großes Mikroskopbild des Gesteins zeigt, wie die vielen kleinen gelben Punkte der Kohlenstoff durch die feinen Brüche fließt. Näher herangezoomt sehen wir, wie der Kohlenstoff mit Wasser Minerale auflöst, wie den Feldspat. Dadurch vergrößern sich die Poren im Gestein. Jetzt erhält das Wasser in den Poren aus dem Mineral immer mehr von einem Element, zum Beispiel Silizium. Die Lösung kann bald nicht noch mehr Silizium aufnehmen. Das Silizium fällt aus und neue, ganz andere Minerale bilden sich, zum Beispiel Tonminerale. Diese nehmen jedoch mehr Raum ein. Dadurch entstehen feine Brüche, durch die Wasser mit Kohlenstoff weiter vordringen kann und die Verwitterung beginnt so von vorne.
Wir haben ein granitoides Gestein oder eine Form von Granit. Und woran ich interessiert bin, ist Eisenoxidation, Eisenreduktion. Was man eben hier sehen kann. Meistens hat es dann so eine bräunliche Verfärbung an der Oberfläche, was man sieht. Und ja, ich will halt herausfinden, welche Organismen dafür verantwortlich sind, in welcher Tiefe sie zu finden sind, was sie für eine Verteilung haben und um dann auch Rückschlüsse auf die Prozesse machen zu können. Diese Spinne ist nicht der Mörder. Also der vierte Verdacht sind Mikroben, die Minerale brauchen und auf diesen leben. Wir glauben, je tiefer wir kommen, umso wichtiger werden Mikroben, um Gestein abzubauen und dabei tatsächlich den Boden zu bilden, den wir heute hier sehen. Wir werden untersuchen, ob Mikropilze in der Tiefe existieren. Hier reden wir über 50 bis 100 Meter Tiefe. Ihre Rolle bei der Verwitterung ist, Elemente freizusetzen, also Nährstoffe, die andere Organismen für ihr Wachstum brauchen. Dass wir wirklich viele Bruchstücke haben, viele Spalten, wo im Prinzip Verwitterung stattfindet und wo wir hoffentlich Bakterien und Mikroorganismen erwarten können. Auch Lebewesen können Steine verwittern. Im tiefen Gestein gibt es Mikroorganismen, die tiefe Biosphäre. Wo kommt sie her? Von ganz oben, dem Boden. In ihm leben große Mengen an Bakterien und mikroskopische Bodenpilze. Mit Wasser werden die Mikroben durch die Brüche in die Tiefe transportiert. Dort unten, in völliger Dunkelheit, leben die Mikroben von Wasser in Blau, von Kohlenstoff in Gelb und Energie. Wo aber kommt die Energie her? Ein Mineral mit zweiwertigem Eisen wird von Wasser, gelöstem Sauerstoff in Rot, Kohlenstoff und Mikroben umspült. Zunächst trifft ein Sauerstoffatom auf das Mineral. Das zweiwertige Eisen im Mineral wird zu dreiwertigem Eisen oxidiert. Dabei tritt ein Elektron von dem Mineral auf die Mikrobe über. Gleichzeitig nimmt die Mikrobe Kohlenstoff aus dem Wasser auf. Die Mikrobe wächst. Sie teilt sich. Und es sind jetzt zwei. Dieser Prozess wiederholt sich viele Male. Die eisenhaltigen Minerale werden immer stärker oxidiert, Kohlenstoff wird verbraucht und immer mehr Mikroben entstehen. So hält sich die tiefe Biosphäre selbst am Leben und verwittert gleichzeitig das Gestein. Vier Hypothesen, doch wir wissen immer noch nicht, welche gilt. Also werden die Gesteinsproben für weitere Untersuchungen in Laboratorien in Deutschland verschifft. Für mikrobiologische Untersuchungen werden Proben steril verpackt. Die 1,5 Meter langen Bohrkerne werden in Kernkisten gelagert. Ortswechsel. Hier in Potsdam lagern die Bohrkerne aus Chile. Wie geht ihr weiter vor? Wie könnt ihr beweisen, welcher Täter es war? Wir können gar nicht beweisen, welcher Täter es war. Wir können nur Hypothesen aufstellen, wer die Täter waren und was für Tatvorgänge da waren. Aber da die Prozesse tief unter unseren Füßen stattfinden, können wir da nicht dabei sein. Und deswegen müssen wir gucken, welche unserer Hypothesen wir falsifizieren können, also ausschließen können. Auch ich arbeite nach dem Prinzip des Ausschlussverfahrens. Wer ein Alibi hat, der ist raus aus dem Kreis der Verdächtigen. Ich bin der beste Detektiv der Welt. Folglich versuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit modernen Labor- und Computermethoden, die in Chile formulierten Hypothesen auszuschließen. Zuerst geht es um Brüche. Ein erster Schritt: Die gefundenen Brüche und die Daten aus dem Feld müssen mit Computermethoden ausgewertet werden. Schon in Chile wurde im Feld eine Sonde ins Bohrloch herabgelassen und Daten zur Gesteinsbeschaffenheit wurden gesammelt. Was wir hier auf dem Bild sehen, sind sogenannte Televiewer-Daten. Mit dem Televiewer können wir eine Bohrlochwand sozusagen sichtbar machen. Und das bildet die Brüche, die wir in unserem Bohrloch sehen, ab. Hier, das sind ganz schmale Brüche, hier sind breitere Brüche. Und am Ende können wir dann so ein dreidimensionales Bild der Bohrlochwand mit den ganzen Frakturen, wie sie wirklich im Bohrloch liegen, sehen. Wir haben jetzt ein inneres Bild von einem Bohrloch.
Aber in einer Landschaft ist ein Loch eben nur ein Punkt. Wir müssen aber wissen, was in der Breite der Landschaft passiert ist. Dazu gibt es geophysikalische Methoden, die Tiefen erkunden, ohne zu bohren. In einer ersten Methode werden entlang eines Weges Seismometer verlegt. Kleine Geophone, die seismische Schwingungen des Untergrunds als Vibration spüren können. Mit diesem Fallgewicht werden diese seismischen Schwingungen ausgelöst. Die winzigen Bodenbewegungen werden durch empfindliche Geophone aufgezeichnet und abgespeichert. Seismische Wellen sind elastische Wellen, die sich unter der Erdoberfläche ausbreiten. Wenn die seismischen Wellen verschiedene Gesteinstypen durchlaufen, haben sie unterschiedliche Geschwindigkeiten. Verwitterte Gesteine haben niedrige und unverwittertes Gestein hat hohe Geschwindigkeiten. Eine andere Methode ist die Magnetotellurik. Das Geophysikteam stellt eine große Antenne auf, die kurze magnetische Felder erzeugt, die Ströme im Untergrund zur Folge haben. Diese geben die elektrische Leitfähigkeit des Gesteins preis. Ich bin ein Geophysiker. Dies bedeutet, dass ich die physikalischen Eigenschaften von Gesteinen mit den geologischen und tektonischen Prozessen korreliere. Ich bin außerdem auf Elektromagnetismus spezialisiert. Ich benutze elektromagnetische Wellen, um den Untergrund zu erkunden. Aber die Signale aus dem Untergrund müssen sichtbar gemacht werden. Dazu machen Chandi für seismische Schwingungen und José für elektrische Ströme eine aufwendige Computerauswertung. Dazu wird ein Computerjob an einen Großrechner gesendet, um Modelle zu errechnen. Nach einer halben Woche kommen die Resultate zurück. Was wir hier haben, ist das zweidimensionale Bild der Seismik. Die rote Farbe hier oben zeigt das verwitterte Gestein und die blauen Farben das unverwitterte Gestein. Und wir haben eine sehr gute Korrelation mit den Bohrlochdaten. Nun, wir haben auch Hinweise auf eine Bruchstruktur, die Zugang zur Oberfläche für tiefe Verwitterungen schaffen könnte. Wir haben die Verwitterungsfront in 20 Meter Tiefe definiert. Hier, nehmen wir an, hat der Mord stattgefunden. Und ich bin sehr, sehr froh, dass meine Resultate mit denen aus der Seismik und anderen Resultaten in Deep Earth Shape übereinstimmen. Zwei geophysikalische Methoden kommen zum gleichen Ergebnis zur Struktur des Untergrunds. Dies gibt uns deutlich mehr Vertrauen in das gefundene Ergebnis. Als nächstes geht es um die Brüche in der Realität. Wir machen die feinsten Brüche im Gestein sichtbar. Dazu werden im Stein erst mit blauer Flüssigkeit die Hohlräume gefüllt. Dann wird ein sehr dünner Schnitt aus dieser Probe hergestellt und unter einem Mikroskop betrachtet. Was wir sehr schön sehen können, sind größere Brüche, die Minerale durchschlagen, was so ein Anzeichen dafür ist, dass man eine tektonische Fraktur hat. Und dann können wir sehen, dass von diesen großen tektonischen Frakturen hier ganz viele kleine Brüche weggehen. Zum Zweiten geht es um Wasser. Wir haben Brüche gesehen, also kann Wasser in die Tiefe geflossen sein. Doch gelangt das Wasser auch in das feste Gestein zwischen den Brüchen? Alles, was in Blau eingefärbt ist, ist tatsächlich das, wo das Wasser auch durchkommen kann. Und das ist meistens dann so, dass dann von den großen tektonischen Frakturen das Wasser dann an den Korngrenzen anfängt einzudringen und immer mehr durch die Lösung immer mehr Porosität bildet. Doch dieser Wasserfluss passierte in der Tiefe über Tausende von Jahren, die das Gestein unterhalb der Erdoberfläche lag. Also suchen wir nach indirekten Hinweisen. Ist Wasser jemals da gewesen? Wie viel? Wie lange? Im Rheinst-Laboratorium liefern uns aufwendige geochemische Methoden Fingerabdrücke für Wasserfluss. Zum Beispiel eine Isotopenmethode. Das sehr seltene kosmogene Radioisotop Beryllium-10 kann nur dort vorkommen, wo Regenwasser das Gestein auch wirklich durchflossen hat. Die Probe wird hier eingezogen in die Maschine. Dann verdampft sie und bei 6000 Grad wird sie ionisiert. Und dann können wir die Konzentration der verschiedenen Elemente in der Probe messen. Vor allem geht es hierbei um Beryllium. Mit dem Beryllium, das wir in der Probe messen, können wir herausfinden, ob Wasser in dieser Tiefe vorhanden war.
also ob Wasser von der Oberfläche eingesickert ist in den Boden und bis zu der Tiefe der Probe gekommen ist. Nun kommt das Puzzle zusammen. Das Isotop Beryllium 10 zeigt, dass durch die blau gefärbten Partien im Dünnschliff tatsächlich große Mengen Regenwasser geflossen sind. Drittens geht es um Reagenzien. Einige Reagenzien können wir direkt messen, zum Beispiel organischen Kohlenstoff im Boden und im verwitterten Gestein. Oder wir messen Änderungen in der chemischen Zusammensetzung der Gesteine und ihrer Isotope als Folge der Reaktionen. Dafür ist aufwendige geochemische Labortechnik erforderlich. Wir finden heraus, wie stark die Reagenzien in welcher Tiefe gewirkt haben. Schließlich können wir das Elektronenmikroskop benutzen. Hier sehen wir mikrometergenau, wie Reagenzien ein Mineral aufgelöst haben. Wir finden heraus, dass alle Gesteine bis 20 Meter Tiefe verwittert sind. Hier wurden sie ermordet, einige sogar in 77 Meter Tiefe. Bleibt die Frage nach der Rolle von Mikroben. Sie sind so klein und in den tiefen Steinen so selten, dass man sie nur mit mikrobiologischen Labormethoden sicher nachweisen kann. Drei Fragen werden beantwortet. Wer ist dort? Mit Lösungsmitteln werden winzige Mengen an DNA der Zellen vom Gesteinspulver extrahiert. Mit Sequenzierung der DNA erfahren wir, welche Mikrobentypen im Gestein vorkommen. Wie viele sind dort? Mit der qPCR-Methode vermehrt man sodann die DNA ausgewählter Mikroben und erhält deren Häufigkeit. Was machen Sie dort? In einem Wachstumsexperiment vermehrt man im Labor die wenigen Mikroben. Vermutet man zum Beispiel, dass die Bakterien Eisen oxidieren, gibt man in die Nährlösung Eisen. Dann entsteht eine gut sichtbare Bakterienkolonie. Unsere Mikrobiologinnen und Mikrobiologen werten diese Informationen aus. In welcher Tiefe befinden sich wie viele Zellen und welche Typen sind dies? Gibt es bestimmte Bakterien, die in größeren Tiefen leben? Wir können definitiv sagen, dass Mikroben in 77 Meter Tiefe leben. Was denkst du, wovon leben sie? Es sieht so aus, als ob sie von organischem Kohlenstoff leben und auch von Sauerstoff. Hast du auch eisenoxidierende Bakterien gefunden? Ja, wir finden einige eisenoxidierende Bakterien, die es in der Rare Biosphere gibt. Glaubst du, dass die Bakterien Steine essen? Ja, irgendwie schon. Es stellt sich heraus, dass alle Täter als Täter in Frage kommen. Keiner der Täter hat ein Alibi. Und wir können keinen der Tatvorgänge widerlegen. Unsere neue Hypothese ist deswegen, dass alle Prozesse zusammenwirken. Alles steht in Wechselwirkung. Bei der Untersuchung des Mords im Orient Express habe ich geschlussfolgert, wer unter Ihnen ist der Mörder? Wer greift zum Messer? Die Antwort ist, nicht einer von Ihnen hätte es zu tun vermocht. Auch nicht zwei. Es gab nur einen Weg. Sie mussten es alle tun. Vereint. Und so ist es vollbracht. Und was bedeutet das in unserem Fall? In unserem Fall, weil sich die Steine in der Nähe der Erdoberfläche bewegen, kommen sie aus dem physikalischen und chemischen Gleichgewicht. Die Akteure reagieren und es entsteht neues Leben. Bei der Verwitterung der tiefen Steine handeln alle Akteure vereint. Eine Eigenschaft des ganzen Erdsystems, in dem ständig alle Akteure in Wechselwirkung stehen. Es tut sich ein Bruch auf, durch den sogleich Wasser fließt. Das Wasser bringt Kohlenstoff von oben mit sich. Neue Minerale entstehen und öffnen dabei weitere Frakturen. Die großen Brüche sind auch ein Einfallstor für Mikroben von oben. In der Tiefe vermehren sie sich, wenn es Kohlenstoff gibt und Eisen oxidiert wird. Alle Akteure der Natur stehen ständig in Wechselwirkung. Unter als auch auf der Erde. Und dabei entsteht Boden.
Und das passiert alles in Chile? Ja, aber ihr steht auf einem Tatort. Das Gute daran ist, wenn Steine verwittern, wird daraus Boden. Und darauf wachsen Pflanzen. Und darauf leben wir.